Herzlich willkommen in der Westfalen-Ausstellung im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. In einigen Videoclips wollen wir Ihnen und Euch einige Highlights der Ausstellung zeigen. Im Zentrum der Westfalen-Ausstellung steht die Artenkarawane, die auch den Namen der Ausstellung verdeutlicht. Vom Kommen und Gehen, westfälische Artenvielfalt im Wandel. Auf der linken Seite stehen Tiere, die im übertragenen Sinne aus dem Museum herausgehen. Sie haben einmal in Westfalen gelebt und sind aus verschiedenen Gründen verschwunden. Ein Grund kann das weltweite Aussterben sein, wie zum Beispiel beim Mammut. Andere Tiere sind am Ende der letzten Kaltzeit nur lokal in Westfalen ausgestorben und sind heute noch in den nördlichen Regionen dieser Erde zu finden, zum Beispiel der Moschusochse oder das Rentier. Manche Tiere sind durch die Bejagung des Menschen ausgerottet worden, wie zum Beispiel der Braunbär. Und manche Tiere haben es einfach schwer aufgrund der Vernichtung von Lebensräumen. Der Goldregenpfeifer zum Beispiel findet keine geeigneten Brutgebiete mehr, weil die Moore trockengelegt worden sind. Die Tiere auf dieser Seite kommen in das Museum hinein. Sie sind also im Laufe der Neuzeit aus anderen Regionen der Erde hierher gekommen. Gründe für das Kommen sind meist die gewünschten Einreisen durch den Menschen. Manche Tiere sind für die Jagd eingeführt worden, andere für die Zoos hierher gebracht worden und wieder andere sind für Pelztierfarmen benötigt worden. Manche Tiere sind auch aus Versehen hierher gekommen, wie zum Beispiel die chinesische Wollhandkrabbe, die sozusagen ohne Fahrkarte im Brackwasser der Frachtschiffe gereist ist. Es gibt auch Tiere, die im Rahmen von Wiederansiedlungsprogrammen ausgewildert werden. Das Wisent ist ein Beispiel. Das Heckrind hat eine andere Geschichte. Es ist ein Tier, das im letzten Jahrhundert von Menschen gezüchtet wurde. Und bei der Züchtung hat man darauf geachtet, dass es einem ausgestorbenen Tier, nämlich dem Auerochsen, sehr ähnlich wurde. Manche Tiere sind auch auf beiden Seiten oder in der Mitte zu finden. Diese waren einmal in Westfalen ansässig und sind dann ganz oder weitestgehend verschwunden. Heute kommen sie allmählich wieder zurück.